Turbulent war der Auftrag des Gemeinderates am Mittwoch. Circa 40 Anhänger des Jugend- und Freizeitzentrums Mark versammelten sich vor dem Sitzungssaal im Rathaus, um von der Stadt Räumlichkeiten einzufordern. Weil nach 1,5 Jahren Suche, in der letzten Zeit natürlich auch mit der Mithilfe der Stadt, ist es uns aber nicht gelungen, was zu finden. Und es ist halt absolut notwendig für so eine große Gruppe von Menschen, nämlich für Jugendliche zwischen 16 und 25, Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Und der Herr Schaden hat bis jetzt das Gespräch mit uns verweigert. Ich weiß nicht genau, wieso. Und jetzt haben wir uns gedacht, wenn wir nicht zu ihm kommen dürfen ins Büro, dann kommen wir halt daher, weil das ist ein öffentliches Mittel und das öffentliche Mittel gehört auch genutzt. Ja, und leider haben wir bis jetzt noch nichts gefunden. Es wird einfach an der Zeit, dass wir wieder ordentlich in einem eigenen Haus arbeiten können. Damit wir auch unseren Auftrag, den wir von der Stadt gekriegt haben, jetzt endlich wieder erfüllen können. Aus Sicht der Mitdemonstranten und Stammgäste des abgerissenen Mark gibt es in Salzburg keine Alternative für das Jugend- und Freizeitzentrum. Ja, nichts, wo man tagsüber als Jugendliche sich einfach hinsetzen kann, mit anderen Jugendlichen unterhalten kann oder wo man sich einen Proberaum mieten kann und ein bisschen jammen kann. Es hat sehr viele klasse Veranstaltungen gegeben, Projekte, Synergien zwischen Künstlern und das ist momentan alles weg irgendwie. Also irgendwie sowas wie Smart gibt es eigentlich in Salzburg kein zweites Mal. Es werden Millionen ausgegeben für die Renovierung des Furtwängler-Gartens, weil der halt gegenüber von Festspielen ist. Aber die Jugend, was ja eigentlich die Zukunft der Stadt ist, da wird einfach nichts gemacht, nichts investiert. Ich versuche einzuschlafen, um von einer besseren Welt zu träumen, weil es die offensichtlich so nicht gibt. Der Bürgermeister zeigte sich wenig beeindruckt von der Demonstration vor dem Sitzungssaal. Was will man gestrickt denn bei Ihnen? Sie haben noch gar keinen Verlangen. Doch, nicht nur einmal, Herr Schaden. Bitte. Aber können wir sie denn mit draußen gemeinsam? Wir machen einen Termin, aber bitte nicht erinnern, im Gemeinderatssitzungssaal demonstrieren. Das haben wir. Also Sie sagen uns einen Termin zu. Wir haben Ihnen schon oft geholfen, zum Beispiel haben wir per Inserat, da keiner. Per Inserat eine neue Bleibe für Sie gesucht. Das ist alles kein Thema, Sie haben die Subvention vorher ausbezahlt bekommen. Das bestreitet auch also, keiner, wir wollen nur einen Gesprächstermin Sie, mit Ihnen. Sie haben, ich bitte Sie jetzt den Gemeinderatssitzungssaal zu verlassen. Okay? Gerne, aber Sie sagen uns einen Termin zu. Ja. Gut, danke. Wiederschauen. Ja, kann ich noch nicht sagen, werde ich morgen sehen, ob ich zufrieden bin oder nicht. Ich bin erst dann wirklich zufrieden, wenn wir ein Haus haben werden und wieder wirklich arbeiten können. Dann haben wir unser Ziel erreicht und dann bin ich wirklich zufrieden.